Jetzt online. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negelmann von Congress Media. Begrüßen hier bei unserem wöchentlichen Shift CX Talk, den wir im Rahmen unserer Shift CX Veranstaltung machen. Wir, das ist Congress Media aus München. Wir machen klassischerweise oder bis zum März haben wir klassischerweise Präsenzveranstaltungen gemacht. Seitdem haben wir ein bisschen umgeschwenkt aus gegebenen Anlässen oder Anlass und auf Digitalveranstaltungen, machen verschiedenste Aktivitäten entlang der digitalen Transformation, unter anderem mit der Shift CX Plattform Veranstaltung zur Diskussion rund um den Wandel von Marketing, Vertrieb und Service mit der verstärkten Etablierung der Kundenorientierung, also mit diesem Customer Experience Gedanken. Da gibt es verschiedenste Themen, die wir diskutieren auf verschiedensten Veranstaltungen. Gestern, also neben unserer Großveranstaltung der Shift CX, die immer früher findet, gab es gestern zum Beispiel auch die Marketing Automation Konferenz, im Juli bereits eine Chatbot und Service Automation Konferenz und im Herbst kommen jetzt noch drei weitere zur Veranstaltung, unter anderem Chatbot und Marketing am 13. Oktober, dann im November noch eine Customer Journey Konferenz und im Dezember nochmal eine Chatbot und Vertriebsmanagement, also Vertrieb und Lead Generierung. Das sind unsere Themen, mit denen wir uns beschäftigen hier im Rahmen der Shift CX. Und begleitend dazu haben wir bisher unregelmäßig und jetzt im Herbst regelmäßiger unseren wöchentlichen Shift CX Talk abgekürzt, wo ich mir wöchentlich interessante Gäste einlade und wir das Thema, deren Thema so ein bisschen diskutieren, mit den Experten diskutieren. Und diese Woche hatten wir erst eigentlich einen anderen Plan und dann mussten wir aber kurzfristig umschwenken. Und so glücklicher bin ich, kurzfristig hier bei mir begrüßen zu dürfen, den Ulf Lötschert. Hallo Ulf. Ja, hallo Björn, grüß dich. Genau, ich habe dich ja spontan angefunkt und du hast spontan zugesagt, hast sogar noch einen Termin für mich verschoben. Erstmal vielen Dank dafür, dass das so ohne unkompliziert geklappt hat. Ulf, du bist Geschäftsführer von Loyjoy. Ihr seid auch in Sachen Chatbots unterwegs. Da darfst du dich gleich nochmal selber vorstellen. Beschäftigt dich schon lange mit der Thematik und ihr seid eine Ausgründung aus der Dortmunder, oder nicht? War das richtig? Irgendeine Uni war das doch. Ne? Das ist keine richtige Ausgründung. Also ich habe auch hier an der Uni Münster studiert. Und, so was. Genau. Aber da hast du doch vorher so ein fundiertes, so, da drin ja auch geforscht und dann ist ja. Die ganze Idee daraus entwickelt. Irgendwas war dann noch im Hinterkopf. Aber das darfst du gleich nochmal konkreter vorstellen. Du bist der Gründer, einer der Gründer und Geschäftsführer von Loyjoy. Ulf, dann stell du dich doch mal kurz vor. Was machst du ganz konkret? Was macht Loyjoy und wie seid ihr positioniert? Ja, Ulf Lötschert ist mein Name. Ich bin, wie gesagt, einer der Gründer von Loyjoy. Das hat tatsächlich auch eine Bedeutung. Der Name steht für eben Loyalty und Joy. Das entspricht dann auch schon ein bisschen dem, was wir eigentlich machen. Das heißt, wir zielen darauf ab, positiv auf die Kundenbeziehungen uns auszuwirken. Also ich sag mal, Loyalty ist ja eigentlich das Höchste, was man da erreichen kann im Kundenlebenszyklus. Und der Joy-Part spielt bei uns eben auch noch eine ganz wichtige Rolle, also in Form von Gamification-Elementen zum Beispiel. Ja, grundsätzlich sind wir erstmal auch eine Software-Plattform, die eben Unternehmenskunden ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen in einen Dialog zu transformieren. Und da nutzen wir eine Chatbot-Technologie. Ich mag den Begriff ehrlich gesagt ansonsten nicht so gerne, aber es ist natürlich im Kern, es ist die Technologie, die wir da nutzen, aber eigentlich weniger so in diesen klassischen Use Cases wie Kundenservice und Fragen beantworten, sondern eben verstärkt im Bereich Marketing und da wirklich so von Lead-Generierung, wie es, ich kenne den Kunden noch gar nicht, bis hin eben zum Loyalty-Programm per Dialog. Mhm. Genau. Wie lange gibt es euch schon? Also die Company gibt es seit Januar 2018 und davor haben wir aber auch schon natürlich am Produkt gebaut, bis es sozusagen eine gewisse Marktreife erstmal erreicht hat. Wie groß seid ihr? Wie viele Kunden habt ihr?
Ja, wir sind vom Team her aktuell bewusst noch recht klein aufgestellt. Also wir nähern uns so der 10-Mann- oder 10-Personen-Marke und sind eigenfinanziert, von daher auch ganz bewusst eben sehr effizienzgetrieben, betreuen aber damit ja, knapp dreistellige Kundenzahlen jetzt. Sehr schön. Ja, du hast eben schon gesagt, du magst den Begriff Chatbot nicht, aber letztendlich habt ihr einen Chatbot. Magst du das nochmal kurz erörtern? Vielleicht steigen wir mal in dieser Kontroverse ein. Ihr macht Chatbots, aber du magst den Begriff nicht. Ja, genau. Also der Begriff ist für mich eigentlich schon so ein bisschen insofern vorbelastet, dass er eigentlich immer darauf abzielt, okay, also es geht erstmal so um Automatisierung im Kundenservice-Bereich vor allen Dingen, ist also oft auch kostengetrieben, also die Argumentation eher, wo kann ich sozusagen Geld einsparen in der Kundenbeziehung, das halte ich schon mal als nicht so die super Motivation, um irgendwie so einen innovativen Bereich einzusteigen. Ja, im Service, da möchtest du ja auch den Kunden binden, das ja. Erlebnis steigern. Das muss ja nicht nur kosteneffizient getrieben sein, ja, dass ich den Chatbot Ich glaube, einsetze. Es ist halt ein wichtiger Aspekt, aber der da schon immer mit reinspielt oder der auch als ein Argument so angeführt wird, dass ich eben sozusagen diese lästigen Kundenkontakte auch irgendwie wegautomatisiere. Das weiß ich nicht, das muss jedes Unternehmen natürlich für sich selber entscheiden. Das kann man auch machen, finde ich aber einfach auch nicht so spannend. Und dann ist dazu, glaube ich, immer so dieser sehr starke Fokus auf den KI-Aspekt des Ganzen. Also, dass ich irgendwie automatisch Anfragen von den Kunden mit dem Algorithmus klassifiziere und irgendwie eine Antwort gebe. Und diese Antwort führt dann aber auch oft schon zu einem Medienbruch. Ja, also so, dann frage ich irgendwie den Sparkassen-Chatbot nach Bausparen und dann werde ich umgeleitet auf die LBS-Seite sozusagen, wo ich dann Bausparen kann. Aber habe natürlich den totalen Medienbruch und habe da irgendwie, ich sag mal, da konkurriere ich dann so ein bisschen mit der Google-Suche, wo ich ja auch einfach mal meine Fragen eintippen kann. Und die ist dann vielleicht oft sogar besser aufgestellt. Also von daher, ja, das sind so diese Bereiche, ich jetzt nicht so schwerpunktmäßig eigentlich als zielführend ansehe, um eine positive Kundenerfahrung. Ne? Darum geht es ja auch. Und das ist ja auch, glaube ich, was dich so umtreibt, damit zu erreichen. Naja, ja, es treibt uns rum, wobei ich ja das differenzierter sehe. Ich verstehe ja euren Ansatz und finde den ja auch spannend und sehe auch, dass es den auch braucht. Aber das sind ja vielleicht auch der Service. Use Case ist ja vielleicht auch ein anderer Use Case als der Marketing Use Case. Vielleicht muss man da dann auch jeweils einfach Chatbots immer sehr differenzierter begreifen. Ja, ich glaube, ist das ist eigentlich auch das, worum es mir geht, dass man eben es nicht auf einen Mono-Kanal sozusagen immer beschränkt. Aber das ist leider oft so der Fall, dass das so die Assoziation natürlich ja. ist. Deswegen vermeide ich da so ein bisschen diesen Begriff. Und es gibt eben viel oder ganz viele andere Bereiche in der ganzen Customer Journey zu schauen, wo kann ich eigentlich einen Dialog sinnvoll anbringen. Also dass ich vielleicht, es ist ja das die natürlichste Form, wie wir Menschen auch irgendwie Beziehungen aufbauen. Das ist ja eigentlich, ist unser ganzes Leben ja irgendwie ein immerwährender Dialog. Und das überträgt man ja eigentlich so ins persönliche Umfeld auch, dass man immer mehr eben per Chat kommuniziert und auch so seine Beziehungen pflegt oder vielleicht sogar aufbaut. Und da geht es ja auch nicht nur darum, eben sozusagen irgendwie Fragen zu beantworten, sondern ja auch da eben interessante Informationen auszutauschen. Und ich glaube einfach, man kann eine sehr positive Experience dadurch vermitteln, dass man den Kunden in so einem Dialog zum Beispiel auch an die Hand nimmt, ja, und ihn auch gezielt an ein Ziel führt. Also wo möchte ich denn eigentlich hin mit diesem Kunden? Gerade beim Lead zum Beispiel zu schauen, was sind eigentlich deine Bedarfe? Und wir haben vielleicht ein riesen Produktportfolio und wie kann ich das für dich individuell jetzt eigentlich so runterbrechen, dass du relevante Produkte bekommst und vielleicht gebe ich dann als Trigger noch eben darauf, dass ich dir passend für deine Produktkategorien Coupon anbiete oder wenn du uns Feedback zu dem Produkt gibst, irgendwie ein Cashback anbiete oder was auch immer. Also, dass ich eben rauskomme aus diesem monothematischen Use Case, sondern eigentlich sehe, die Stärke ist doch, dass Dialog so dieses die natürliche Form ist, in der wir kommunizieren und die kann ich eben für ganz unterschiedliche Bereiche nutzen.
Wenn wir jetzt sagen, okay, der Bereich, sagen, neue Kunden oder Kunden zu akquirieren, Kunden auch ja, zu begeistern, dass sie mit mir in Dialog eintreten, welche konkreten Herausforderungen stellen Sie in diesem Bereich? Weil für mich, also deswegen machen wir ja auch diese Konferenz da im Oktober, das ist halt für mich ein anderer Use Case und hat ganz klar andere Anforderungen. Welche anderen Anforderungen hat es aus deiner Sicht? Naja, letztendlich kommt es natürlich auf ein gutes Dialogdesign an. Also ich muss schauen, an welchem Touchpoint treffe ich hier den Kunden? Wo kann ich diesen Chat unterbringen? Also das kann ja starten, dass irgendwie ich am POS einen QR-Code habe, ja, oder mit dem Produkt irgendwie interagiere. Das kann digital sein, dass ich in Social Media darauf stoße, wo ich vielleicht vorher ein Advertising gesehen habe. Das kann aber auch auf der Webseite sein, wo ich vielleicht ganz konkret als Kunde schon in eine Produktkategorie oder Ähnliches einsteige. Und dann muss ich natürlich immer schauen, also wo steht der Kunde gerade in seiner Journey und wie kann ich in dem Punkt erstmal Mehrwert bieten. Also wie gesagt, wenn ich jetzt mal sage, ich will irgendwie bereite einen Produktkauf vor, dann kann es natürlich sein, solange ich noch in der Phase bin, dass ich jetzt sage, ich will mir einfach mal ganz, ganz viele Produkte anschauen. Ja? Ich kaufe mir vielleicht irgendwie einen neuen Fernseher. Dann kann ich in den einschlägigen E-Commerce-Seiten gucken, da gibt es tausende Modelle. Wenn ich da Bock drauf habe, gucke ich mir das vielleicht alles mal an, was gibt es da eigentlich und so weiter. Vielleicht bin ich aber auch eher der Typ, sagt, ja, mein Alter ist leider kaputt gegangen, jetzt brauche ich einen neuen Fernseher und ich will eigentlich nur möglichst schnell das Passende finden. Dann ist es ja, würde ich ja vielleicht früher in den Fachhandel gehen und mich beraten lassen. Und das könnte man natürlich wunderbar übertragen in so einen Dialog, wo ich möglichst einen kurzweiligen Fragebogen habe und dann vielleicht nur drei Modelle angeboten bekomme in drei Preiskategorien. Und am Ende nehme ich dann wahrscheinlich eh das, was das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und wenn ich dann vielleicht noch irgendwie ein passendes Incentive da drauf packe, dann kaufe ich vielleicht auch direkt. Ja, also und konvertiere direkt zum Chatbot. Dafür, die Herausforderung ist ja, dass der Chatbot erstmal die Funktionalität natürlich nachher leisten kann, diese Beratung durchzuführen. Dann aber natürlich besteht ja immer noch so ein Medienbruch. Ne? Also ist es, also für mich bei diesem Service-Chatbot ist es so, okay, da will ich ja unbedingt mit jemandem reden. Im Marketing besteht da das Bedürfnis, wirklich in diesen Dialog-Diskussionen reinzugehen? Also ich frage jetzt mal so rhetorisch dumm daher natürlich. Ist das halt, wo müssen wir da die Trigger setzen, dass dann dieser Chatbot auch genutzt wird? Oder gibt es da noch erstmal genau an diesem Startpunkt halt Herausforderungen? Ja. Also man muss von Sekunde 1 an halt interessant sein, natürlich. Ja? Also es ist in der Tat, du sagtest ja, ist das ein Bedürfnis? Ich glaube, das ist nicht unbedingt das Bedürfnis, dass jemand mit diesem Gedanken sich rumtreibt, ach, ich würde jetzt gerne hier irgendwie chatten, sondern wenn es angeboten wird, dann ist es einfach convenient. Also wenn es schneller und einfacher ist, als die mich jetzt zum Beispiel mit der Bedienung einer App oder die überhaupt erstmal runterzuladen oder mich auf der Webseite zurechtzufinden, wenn es schneller und einfacher ist, über einen Dialog ans Ziel zu kommen, dann ist es interessant für mich. So, und wenn das von Sekunde 1 an auch spannend gemacht ist und auf dem Punkt ist und nicht ich sozusagen diese ersten Sekunden damit verschwende, dass ich sage, hallo und herzlich willkommen erst einmal. Ich bin hier ein automatischer Chatbot. Ein Chatbot beantwortet dir alle Fragen. So, dann ist schon zu Ende, da habe ich schon keinen Bock mehr. Sondern wenn ich sage, pass mal auf, in 2 Minuten finde ich für dich den passenden Fernseher und als Belohnung kriegst du noch einen 20-Euro-Coupon, dann klicke ich rein und dann werde ich das auch mir sicherlich angucken. Und da muss natürlich das Versprechen auch gehalten werden. Ne? Also da muss ich auch in 2 Minuten... Aber das heißt ja, dass wir auf jeden Fall diesen systemgetriggerten Moment brauchen, weil darauf wollte ich eigentlich ein bisschen heraus, weil bei dem Service-Chatbot ist es ja so, dass ich dann, ja, da ist es vielleicht auch ganz gut, wenn irgendwie ein Fenster aufpappt und sich der Chatbot meldet und sagt, kann ich dir helfen? Aber da geht man ja irgendwie in die Service-Region und sucht nach Hilfe und dann kann man ihn, glaube ich, viel stärker identifizieren. Hier ist es ja, dass man noch viel, viel ja, proaktiver auf den Kunden zugehen muss und ihm diesen Moment anbieten muss, der dann aber auch stimmen muss. Absolut, genau. Also ich sollte das nicht gerade machen, wenn der Kunde schon irgendwo im Checkout ist und ich dann nochmal frage, hättest du Lust an unserer Kundenbefragung teilzunehmen oder so? Ja, das, ja. Also dann mache ich mir die eigene Conversion kaputt. Sondern genau, ich muss gucken, was sind auf der jeweiligen, also wenn ich jetzt über die Webseite nachdenke, ne, also was sind auf der Webseite, auf den einzelnen Unterseiten, was ist jeweils eigentlich das Ziel, was ich da habe? Ja, also
Das Ziel kann ja sein, ich will hier eigentlich irgendwie Abonnenten für den Newsletter generieren, ich will hier Produktberatung machen. Auf der anderen Seite will ich dann eben vielleicht Service machen. Das ist ja auch jetzt nicht, dass ich diesen Case ausschließen will, ne? Also ja, nicht standalone sozusagen unbedingt in sehe. Also dass ich mir für jede Seitenkategorie eigentlich überlege, was will ich hier? Genauso gut natürlich auch bei Social Media. Ich kann das ja auch zuführen über Instagram, über Facebook und so weiter, wo ich natürlich auch mit einem Stream an Informationen und Optionen konkurriere. Und sage ich mal, wenn ich da in die Interaktion direkt mit dem Dialog einsteige und den eben von Anfang an interessant mache, dann bricht man den auch nicht so schnell ab. Ja? Also das ist zum Beispiel dieser Effekt, was super ist, was bisher formularbasierte Prozesse sind, die durch einen Dialog zum Beispiel zu ersetzen. Also ich muss schon gezielt gucken, wo macht es Sinn. Es geht mir auch gar nicht darum zu sagen, nur weil Dialog irgendwie cool ist, muss ich jetzt alles in Dialog umwandeln. Das macht natürlich keinen Sinn. Es muss immer schauen, was ist das beste User-Interface, was den Kunden da gerade abholt. Aber da, wo sich es anbietet, eben wo ich bisher vielleicht langweilige Formulare habe, wenn ich das in einen interaktiven Dialog verwandeln kann und die damit das abkürze und auch eben nicht mehr so grau in grau langweilig mache, dann performt das besser und das haben wir auch in diversen AB-Tests schon nachweisen können. Ich habe mir notiert und festgehalten, dass wir nachher nochmal diesen Nutzerintent am Anfang halt analysieren müssen, weil natürlich musst du genau wissen, ob es der passende Nutzerintent ist und wie verhältst du dich, wenn er doch nur eine Servicefrage hat. Mhm. Und wie routest du ihn dann oder wie gehst du damit um? Das sollten wir, glaube ich, nachher nochmal diskutieren. Aber jetzt würde ich gerne erstmal diesen nächsten Schritt. Also ihr habt mich gecatcht mit dem spannenden Pop-up, das da aufgetaucht ist mit einer spannenden Frage. Also was sind jetzt die nächsten Schritte, wo du sagst, okay, was muss jetzt danach passieren? Also was sind die besonderen Herausforderungen für diese Aktivierung des Kunden an dieser Stelle? Also da kommt es dann auf die Gestaltung an. Da würde ich starten zum Beispiel mit erstmal einer Frage, die den Kunden in irgendeiner Form vor eine Entscheidung stellt. Weil damit mache ich mehrere Dinge psychologisch. Also einmal akzeptiert der Kunde in dem Moment irgendwo den Frame, den ich hier gesetzt habe. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie bei diesem Fernseherbeispiel bleibe, ich verspreche dir, in 2 Minuten findest du das passende Gerät für dich. Und dann frage ich vielleicht am Anfang, keine Ahnung, möchtest du jetzt loslegen? Ja oder nein, ja, das ist mal ganz simpel gesprochen. Und wenn er ja klickt, dann ist er ja sozusagen schon im Spiel drin. Ne? Dann geht's los, hat er sich darauf eingelassen. Wenn er nein klickt, gut, dann kann ich auch immer noch im Prinzip da flapsig zurückantworten. Naja, ich halte die Wette trotzdem und schau mal hier. Da kommt es aufs Dialogdesign dann eben an, dass ich nicht zu monologisch das Ganze gestalte und jetzt nur die ganzen Vorteile aufzähle, was jetzt alles toll ist, sondern wirklich schnell auf den Punkt kommen, schnell den Kunden dazu bringen, den ersten Knopf zu drücken, weil was wir ganz klar sehen können, ist, wenn die Kunden erstmal den Knopf gedrückt haben und der Dialog dann eben angenehm weitergeht, dann bleiben sie auch drin bis zum Ziel. Dann will ich auch wissen, wie geht das Ganze hier aus, sozusagen implizit. Das ist jetzt nicht, was man aktiv dann denkt, sondern dann ist man drin, man hat draufgeklickt, dann geht es los und dann will man eigentlich diese Interaktion in der Regel auch zu Ende führen. Ja, und das ist ganz klar die Stärke eines Dialogs, während ich, wenn ich so ein langes Formular sehe, schon gar keinen Bock mehr habe, weil ich werde ja mental immer bewerten, wie viel Arbeit muss ich hier sozusagen reinstecken, ja, um ein unsicheres Ergebnis ja irgendwie zu bekommen. Ich weiß ja nicht, ist alles toll, wenn ich dieses Formular jetzt ausfülle. Es ist auch genau eben diese Sache, kriege ich eine tolle Antwort, wenn ich jetzt hier eine umfangreiche Frage in diesen Chat eintippe, ne, da habe ich auch eine Unsicherheit. Das heißt, das schafft mir mental einfach eine Hürde und diese Hürden, es geht ja eigentlich darum, diese Hürden in dieser Journey komplett so runterzufahren, wie es nur geht. Und das kann ich eben über solche simplen Entscheidungen und über eine Schnelligkeit und auf den Punkt kommen dann eigentlich machen. Kommen wir doch mal zu dem Conversational Design, also dem Dialog, Konstrukt, Design, Konzept etc. Beim Service-Chatbot kann ich ja vorher, was weiß ich, alle meine Service-Anfragen aus dem Callcenter analysieren, dann das in Beziehung mit meiner Knowledge Base zu meinen Antworten setzen etc. und kann daraus schon eigentlich ein klares Bild entwerfen, welche Dialogpfade sozusagen sich entwickeln würden. Sagen wir mal so, sehe ich kann es skripten, ich kann sicherlich eine Richtung vorgeben, aber so diese Unwägbarkeiten, dass er dann doch in die eine oder andere Richtung abwandern möchte, also der Kunde im Dialog,
oder ihn dann sozusagen die aufmerksam zu halten, wie dass er vielleicht abgesprungen ist und dann halt noch irgend so eine spannende Frage hinterherzuwerfen. Wie mache ich das? Wie komme ich darauf? Ja. Ist das alles händisch, Kommunikationsdesign oder hilft mir da, brauche ich da dann nachher das schöne Wort KI an der Stelle, um das hinzukriegen? Ja klar, also da fahren wir auch einen hybriden Ansatz sozusagen. Also es ist sozusagen immer das Eingabefeld ist immer offen, weil natürlich, das ist ja ein Dialog. Und wenn ich mir das eben vorstelle, wenn ich jetzt mit einem guten Verkäufer irgendwo spreche, dann kann ich ja auch immer eine Zwischenfrage stellen. Ne? Also der ist vielleicht in seiner Argumentationskette und sagt so, dieses Gerät ist für Sie das Beste. Und dann habe ich aber eigentlich gerade die Frage, bieten Sie das auch als Finanzierung an oder, weiß ich, oder kann ich mit Kreditkarte bezahlen oder was auch immer? Und dann stelle ich vielleicht diese Frage, obwohl der Verkäufer mir eigentlich gerade noch zeigen will, welche Technologie jetzt die beste ist. So, und da ist es einfach so, dass wir, ohne den Kontext dieses Prozesses zu verlieren, auch solche Zwischenfragen beantworten können. Und die sind eigentlich, sage ich mal, da, auch da ist wieder so 80-20-Regel irgendwo. Natürlich wird es immer Fragen geben, da kannst du, da bist du dann irgendwann im Bereich, da kannst du die KI immer mehr und mehr trainieren. Weiß ich nicht, ob die Unternehmen da immer auch so viel Bock drauf haben oder ob man eben sagt, einen gewissen Prozentsatz Abruf wirst du sowieso immer haben oder den Prozentsatz, wo wir jetzt sagen, der Intent wurde nicht erkannt, dem biete ich dann eben an, Absprung in Live-Chat oder Absprung eine Nachricht zu schicken, die dann eben beantwortet wird. Es kommt wirklich relativ wenig eigentlich vor, wenn man das gut gestaltet. Aber natürlich muss man darauf vorbereitet sein. Ne? Und wie gesagt, wenn man dann sozusagen nicht den Kontext verliert, sondern in dem Prozess drin bleibt, die Zwischenfrage beantwortet, also der Verkäufer wird es ja auch so machen. Der wird dann sagen, klar, Sie können bei uns sowohl finanzieren, als auch mit Kreditkarte bezahlen, bieten wir alles an. Ja, und dann wird er auch weitermachen, sagen und Frage beantwortet, dann können wir uns jetzt ja die unterschiedlichen Technologien angucken. Aber ich, wie würdest du meiner Aussage zustimmen, als ich empfinde sozusagen das Conversation Design für so einen marketingorientierten Ansatz zu entwickeln, schwieriger als für den Service-Ansatz? Weil der Service-Ansatz ist für mich irgendwie so klar. Ich meine, der hat halt, da kann ich das sein Produkt abfragen, ich kann, wo, also kann dann vielleicht auf seine Daten zurückgreifen etc., habe dann ganz viel Kontext über den Kunden und kann dann eigentlich schon sehr eng antworten. Also wenn es gut integriert ist natürlich. Mhm. Bei diesem Marketing-Ansatz, da bin ich ja schon am Anfang erstmal im sehr luftleeren Raum. Der Dialog und der kann sich in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln. Das ist schon richtig, da hast du sicherlich recht, dass ich jetzt gerade wenn man über diesen Automatisierung, was ich so am Anfang gesagt habe, dann kann man ja auch sagen, schauen wir uns doch mal die Skripte aus dem Callcenter an. Ne? Also wie macht das denn heute ein menschlicher Agent? Der fragt ja auch, wenn ich da anrufe und sage, mein Gott, ihr, das Gerät funktioniert überhaupt nicht mehr, dann wird er ja auch erstmal sein Skript abarbeiten und sagen, okay, um welches Gerät handelt es sich denn überhaupt? Ne? Haben Sie eine Produktnummer? Wo haben Sie es gekauft? Bla, bla, bla. Das kann ich natürlich da wunderbar drin abbilden. Klar, da bin ich im Marketing erstmal freier, aber auch das kann man mitigieren, indem man einfach gewisse Grundsätze, sage ich mal, einhält. Ja? Also eigentlich sind gar nicht so viele Regeln. Ne? Muss ja auch irgendwie, ich glaube, ab 7 Punkte hört der Mensch ja auch auf, die im Kopf zu behalten. Ich würde sagen, da kommt man wahrscheinlich schon mit hin. Und was wir dann natürlich auch anbieten, ist, sich an mit gewissen Defaults irgendwo zu starten. Ne? Also dass man sozusagen schon implizit Best Practices in so ein Design mit reinpackt. Und dann ist es eigentlich ziemlich einfach. Das heißt einfach, wie schnell ist so ein Conversation, also ein Chatbot für so eine Marketingaktion, so ein Beratungs-Chatbot aufzusetzen? Also das Komplexe ist sicherlich die Anbindung irgendwelcher Vorsysteme. Da hängt es immer davon ab, wie gut da eine API verfügbar ist. Ansonsten jetzt sowas zu designen, ist irgendwie eine Sache von ein paar Stunden. Ihr seid ja das Thema auch
habt euch ja da entwickelt, so auch zu der tiefen Integration. Ihr seid ja, wenn ich auch da wieder mich richtig erinnere und nicht falsch erinnere wie vorhin, natürlich halt über so leichte Use Cases wie halt auch Gewinnspiele, so Sweepstakes-Geschichten eingestiegen. Da seid ihr nicht stehen geblieben, geht heute viel weiter. Würdest du raten, so auch in das Thema auf der Kundenseite einzusteigen oder muss man heute jetzt State of the Art 2020 schon gleich tief einsteigen? Nee, Oder man muss tastet nicht man tief sich einsteigen. daran? Man kann sich auch gut vortasten. Das hängt natürlich davon ab, was so die Absprungbasis ist, ja, wie gut man da heute schon in der digitalen Customer Journey aufgestellt ist, wie gut da so ein Conversational Ansatz eben auch ergänzen kann. Das heißt, wenn ich schon super einfache APIs zu meinen Vorsystemen habe, ja, dann kann man die natürlich auch anbinden, weil heutzutage eine API anzubinden, ist ja nicht mehr, ist ja kaum projektwert, ne? Das macht man ja ruckzuck. Und dann würde ich das machen. Wenn das jetzt bedeutet, ich muss da erstmal bei SAP bitten, dass die irgendwie da eine Schnittstelle bereitstellen und so weiter, dann würde ich vielleicht im ersten Schritt darauf verzichten. Und natürlich ist es immer gut, mal mit einem kleinen Use Case zu starten. Ja? Und genau, wir haben am Anfang viel solche einfachen Use Cases gemacht, weil die einfach gut performen und nicht unbedingt eine tiefe Integration im ersten Schritt benötigen. Das ist richtig und das ist von daher, wenn sich es anbietet, auf jeden Fall ein empfehlenswerter Startpunkt. Und ansonsten würde ich mal schauen, was haben wir eigentlich an APIs und was machen wir heute eigentlich schon? Und wie können wir das besser machen? Letztendlich will ich ja auch nicht jetzt irgendwie conversational starten und nur das machen, was ich heute schon mache, nur es irgendwie in Dialog umwandeln, sondern ich will ja dann eigentlich auch gucken, was können wir jetzt eigentlich mal besser machen, ne? Also wie kann ich es denn angenehmer, convenient gestalten und kurzweiliger gestalten? Weil das ist dann eigentlich, da spielt Conversation dann eben die Stärke aus, weil es dann sich anfühlt, als würde das natürlich, es muss so einen natürlichen Fluss eigentlich bekommen und weniger so dieses amtsdeutsche Formulare ausfüllen, wenn ich das einfach in Dialog bringe, dann ist das genauso langweilig wie vorher, ne? Bei unserer Konferenz zum Customer Service Automation mit Chatbots haben wir immer wieder über verschiedene Use Cases gesprochen. Wir haben jetzt irgendwie schon so zwei Use Cases gerade mal angerissen: das Beratertool sozusagen oder den Beratungs-Chatbot oder Beratungsdialog, um das Chatbot-Wort mal wegzulassen. Und dann das Gewinnspiel, wo ich halt irgendwie ja, so Sweepstake-mäßig ihm was anbiete, Spaß mit ihm irgendwas ihn gewinnen lasse und über da so einen spannenden Dialog mache. Welche weiteren Use Cases gibt es für dich sozusagen, die wichtig da draußen sind, die abbildet oder die halt auch noch darüber hinausgehen im Marketingbereich? Ja. Ja, genau. Also das kann, wie gesagt, also es funktioniert sehr gut eben in der Lead-Generierung, in der Lead-Qualifizierung erstmal. Muss man natürlich auch unterscheiden, bin ich jetzt im B2C oder B2B unterwegs. Ne? B2B ist sicherlich, ja, eben habe ich einen etwas komplexeren Kaufprozess in der Regel. Ja, Produktinformationen ist natürlich ein Thema zu vermitteln, Produktberatung zu machen, Bleiben wir aber nochmal bei Lead-Generierung. Das muss ja, ich meine, ich gebe ja nicht meine Kontaktdaten für irgendetwas nur so zum Spaß raus, sondern da muss ja irgendwo immer ein Sinn dahinter stecken. Also Lead-Generierung macht man nicht zum Lead, also das Unternehmen macht Lead-Generierung zur Lead-Generierung, aber der Kunde lässt sich ja nicht als Lead generieren zum Zwecke seiner Datenfreigabe, sondern er will ja, was weiß ich, immer irgendeine Mehrwertinformation, darf er da rankommen, oder will bei diesem Gewinnspiel mitmachen, oder will im B2B-Kontext, was weiß ich, ein White Paper haben oder sonst was. Ja, Also das genau. wären sozusagen dann die ganzen Strecken wahrscheinlich, oder? Richtig, genau. Also das ist in der Regel ja für den aus Kundensicht ist es ja irgendeine Incentivierung, ne, die aus Unternehmenssicht dann zu einem Lead führt. Oder eben der Kunde hat natürlich schon einen konkreten Wunsch, dann wie im B2B vielleicht. Ne? Da gehe ich ja eher schon mal hin und sage, das ist für mich spannend und hier möchte ich vielleicht sogar ein persönliches Gespräch oder so am Ende haben. Genau, also Incentivierung funktioniert natürlich immer. Das ist ein ganz, ganz starker Mechanismus. Und ja, wenn du dir so den Kundenlebenszyklus anschaust, wir machen da ja auch komplette Loyalty-Prozesse im Chat. Ja? Also, dass ich darüber Punkte sammle, dass ich darüber Rewards einlöse, dass ich Kundenwerben, Kundenprogramme mache und solche Geschichten, weil sich das eben auch als Dialog wunderbar anbietet. Ja? Also, und das Interface dafür eigentlich sehr gut geeignet ist. So.
Ist da unterschiedliche Herausforderungen zwischen diesen Use Cases, also Lead-Generierung, Loyalty-Programm, muss man das unterschiedlich behandeln? Oder ist das, kann man das alles über einen Kamm scheren? Was meinst du mit Also, unterschiedlich behandeln? Also, naja, kommt es immer nur auf diesen interessanten Dialogeinstieg und dann, was hast du vorhin gesagt, dass man dann sauber durchs Gespräch führt, etc. an? Oder das gibt ist es da noch. Das ist sozusagen ein Basisfaktor, den ich auf jeden Fall immer erfüllen sollte. Konsistentes Dialogdesign. Plus, es sollte natürlich schon irgendwo eine Relevanz für diesen Kunden haben. Ne? Also, wenn ich jetzt hier wie gesagt, auch ein schlechtes Loyalty-Programm bringt ja, wird dem Dialog auch immer noch schlecht sein. Ne? Also, natürlich ist es dann irgendwie ein bisschen kurzweiliger, aber hilft mir auch nichts, wenn ich sage, die Prämien sind so unattraktiv oder so weit, so schwer zu erreichen, dass ich da kein Interesse habe, dann wird mir der Chat dann auch nicht den entscheidenden Faktor bringen. Ne? Also da ist jetzt Chat kein Wundermittel sozusagen an der Stelle, ja. Aber wenn es sauber designt ist, performt es deutlich besser, als wenn ich sage, hier ist dein Registrierungsformular, melde dich jetzt an zu unserem Loyalty-Programm. So, das ist heutzutage wirklich ja eher abschreckend, wenn ich irgendwo sehe, ich muss mich registrieren, dann habe ich schon keine Lust mehr an der Stelle. Ach Gott, wieder ein Passwort, was ich irgendwie vergessen kann. Wenn ich einfach erstmal sage, ich lege erstmal los in Dialog, ich sammle schon meine ersten Punkte, habe ich schon mal ein Erfolgserlebnis, dann hängt das bei um den Faktor 3 ungefähr ab, würde ich sagen. Okay, super. Also wir haben jetzt die Beraterfunktion, die Lead-Generierungsfunktion, Loyalty-Programm. Sind das die drei Kern-Use-Cases? Oder Nee, gibt es im da Prinzip noch hängt die weiter? ganz stark vom Kunden ab. Also was auch immer da sozusagen der Prozess ist. Adventskalender wäre so ein universelles Ding, was irgendwie ganz viele Unternehmen machen mit unterschiedlichsten Zielsetzungen, was da auch wesentlich besser funktioniert. Ja. Aber da ist unser Ansatz zu sagen, du kannst ja auch so aus einer Toolbox quasi fertige Prozesse ziehen, die du dann nur noch mit der Marke befüllst, sage ich mal, und customized, bis hin, dass du eben sagst, ich baue von Scratch jetzt hier einen komplett neuen Prozess, der eben vielleicht auch unternehmensspezifisch ist, ne? Also den gar kein anderes Unternehmen so in der Form irgendwo anbietet. Also die Möglichkeiten sind da unendlich. Wie gesagt, es gibt Bereiche, die sind in der Kundenjourney gut geeignet für Dialog. Es gibt Bereiche, die sind weniger gut geeignet. Wie gesagt, ich kann damit Wo nicht ist es nicht gut geeignet? Ich kann damit schlecht sagen, also eigentlich ist es für mich ein Wettbewerb der Interfaces. Ne? Also wenn ich mir jetzt mal so ein Shop-Interface angucke wie Amazon, wo ich jetzt sage, da gehe ich rein, dann werde ich ja erschlagen an Optionen, ne? Und kann entdecken. Ja, da gibt es auch diese Beratungsfunktion. Genau, also so eine Beratungsfunktion. Vergleichsfunktion, Vergleichstabellen und so weiter. Macht dann wieder Sinn. Aber wenn ich jetzt einfach sage, komm, ich habe gerade da Lust dran, mal durchzuswipen und mir möglichst viele Produkte anzugucken, dann macht es keinen Sinn, das im Dialog zu machen, weil das ist dann viel zu langsam. Der Dialog verkleinert eigentlich den Screen für dich. Ne? Also du hast nicht mehr, du hast ja so einen gewissen Rahmen und das läuft eben in diesen Chatbubbles ab. Also du schaffst bewusst, verengst du den Screen, kriegst damit, sage ich mal, aber auch die volle Aufmerksamkeit. Ne? Also der Kunde folgt ja konkret dem Dialog, du weißt eigentlich auch, wo er gerade hinguckt. Während wenn ich so durchswipe und jetzt irgendwie möglichst viele Produkte mir angucke, dann ist es ja viel schwieriger zu messen, naja, guckt er sich jetzt, da sind vielleicht gerade 8 Produkte auf dem Screen, für welches ist er gerade stehen geblieben, ne, beim Scrollen, ne? Wo hat er aufgehört, was ist jetzt eigentlich gerade interessant? Aber jetzt kommen wir ja zu einer wichtigen Aufgabe, die du jetzt noch reinbringst, dass wir natürlich den Chatbot nicht nur fokussiert nutzen, sondern auch sozusagen parallel nutzen zu unserer Website-Nutzung als User und als Unternehmen über den Chatbot auch noch analysieren oder nebenher irgendwie analysieren, was macht er in der Nutzung und das in den Dialog mit einfließen lassen. Und das Wissen analysieren und die Informationen benutzen für den Dialog. Ja, genau. Das ist ja jetzt schon mal für mich, finde ich, eine Advanced-Stufe zu, ja, da poppt irgendwas rauf und da kann ich ein Gewinnspiel machen. Ja, absolut, genau. Nein, es geht schon natürlich auch um den Kontext und
wenn ich jetzt im Webseitenkontext bleibe, wobei ich ja erstmal, sage ich mal, Dialog kann auf jedem Kanal stattfinden. Es kann auch eine Standalone-App natürlich sein. Ne? Warum soll ich nicht eine dialogbasierte App machen, wenn das zu meinen Prozessen passt? Ne? Wie gesagt, eine reine dialogbasierte E-Commerce-App, weiß ich nicht, wenn das da, also mag zu bestimmten Use Cases da passen, aber in der Regel nicht, wenn ich jetzt eben, weil dann konkurriere ich mit Amazon, wo ich eben vielleicht gerade Bock habe, viele Produkte mir anzugucken, das kann ich im Dialog nicht. Aber Kontext ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, also es könnte ja auch sein, die Seite erkennt jetzt, der Kunde scrollt und vielleicht erkenne ich an dem Scrollverhalten, der ist eigentlich ziellos gerade, ne? Also jetzt hat er sich irgendwie hunderte Fernseher angeguckt, weiß immer noch nicht anscheinend, was er machen soll. Dann in dem Moment vielleicht mal zu sagen, wie wäre es, wenn du in 2 Minuten den richtigen findest, dann macht es sicherlich Sinn. Ne? Und da ist es auch so, dass man natürlich das, es geht, glaube ich, ganz wichtig, dieser Integrationsaspekt. Ich darf das nicht standalone eigentlich sehen. Ich muss meine gesamte Customer Journey betrachten und das dann auch mit den Systemen, die ich da habe. Also das Shop-System und der Chat müssen dann halt miteinander kommunizieren natürlich. Ne? Dass der sagt, ich habe hier anscheinend festgestellt, anhand, also der Kunde ist orientierungslos hier, hilf ihm mal. Dann blende den Chat ein, dann soll er was machen. Aber eben, wie vorhin gesagt, natürlich nicht, wenn er gerade im Checkout ist, dann will ich natürlich nicht ablenken. Dann der Prozess ist ja optimiert auf Conversion dann. Da ist es dann vielleicht eher, wenn der Kunde dann im Checkout nochmal sagt, oh, jetzt komme ich nicht weiter irgendwie, weil ich finde meine Wunschzahlungsart nicht oder was auch immer, was im Checkout halt irgendwie passieren kann. Ja. Oder ich habe doch nochmal Überlegungen, ach, kriege ich es nicht doch irgendwo anders billiger? Oder je nachdem könnte dann natürlich der richtige Trigger sein, wenn das Shop-System jetzt irgendwie erkennt, was passiert hier gerade, dann zu sagen, pass mal auf, wenn du jetzt kaufst, kriegst du noch 10% Rabatt. Ja. So, aber hier sind wir jetzt schon, wenn wir jetzt mal so diese Chatbot-Integration, Implementierung bei den Unternehmen betrachten, Status quo derzeit betrachten und das bewerten gegenüber, was du jetzt gerade gefordert hast, wie es sein sollte, dass der Chatbot eine integrierte, wirklich integrierte Funktionalität hat mit dem Content- und Commerce-System, mit dem Analysesystem, was das Nutzerverhalten analysiert, etc. Und daraufhin sozusagen einen angepassten, kontextbezogenen Dialog leisten kann, dann wird die Luft aber schon ganz schön dünn, wenn ich mir gucke, was es da draußen an Umsetzung gibt dafür. Ja, absolut. Also das klingt jetzt auch so, als wäre das zwingend mit einem riesen Aufwand verbunden, aber da würde ein JavaScript-Event halt schon reichen, zu sagen, wenn eben zum Beispiel ein Vorsystem in der Lage ist, so ein Event rauszugeben und zu sagen, hier, Kunde ist seit 3 Minuten auf der Seite und hat immer noch nichts in den Warenkorb gelegt, das reicht ja schon mal als Daumenregel, da muss jetzt gar nicht irgendwie ein super advanced System sein. Dann JavaScript-Event, Chat, und zwar bitte der Beratungschat soll sich jetzt öffnen. Ja? Oder wenn der Kunde was anderes macht, der hat vielleicht ganz viele Produkte im Warenkorb und klickt aber leider immer noch nicht auf Checkout, wenn ich das erkenne, dann könnte ich sagen, jetzt soll sich der Discount-Bot öffnen und ihm irgendwie was anbieten, dass er noch ein, wenn du 5 Produkte kaufst, kriegst du das 6. gratis oder was auch immer. Ne? Also das muss gar nicht so kompliziert sein, aber klar, wenn ich insgesamt einfach total schlecht aufgestellt bin, dann kriege ich es damit auch nicht besser hin. Ne? Also das ist sowieso. Das führt mich zu dem Punkt, dass du natürlich sagst, es gibt nicht den einen Chatbot, der verschiedene Abzweigungen hat und alles irgendwie kann, sondern es gibt eigentlich verschiedene Chatbot-Konzeptionen, die bei mir im Hintergrund zur Verfügung stehen, die ich auf so einen Nutzer, vom Nutzer getriggerten Moment sozusagen starten kann. Genau, das sind eigentlich Spezialisten sozusagen, die bestimmte Dinge dann tun und die dann zum Einsatz kommen. Entweder der Kunde danach fragt, ja, also das irgendwie jetzt eben sagt, gibt es, ich habe dir einen Coupon, ja, dann könnte der Coupon-Chat kommen. Oder wenn ich eben sage, jetzt ist ein sinnvoller Punkt erreicht, oder weil ich gerade gezielt Kunden darüber akquirieren will und sage, jetzt machen wir mal eine Facebook-Kampagne, wo ich diese Coupons anbiete und die kriegst du halt über den Dialog, wo wir vorher nochmal abfragen, welche Produkte interessieren dich. Und das ist ja auch das Schöne im Dialog, ne? Man darf das nicht unterschätzen. Mental ist man da einfach gewohnt, auch Fragen zu beantworten. Und ich finde, es ist viel zu viel die Erwartungshaltung, dass der Kunde immer fragt. Es ist doch viel schöner, wenn das Unternehmen auch was fragt, um den Kunden besser kennenzulernen. Natürlich sollte man nur was fragen, mit dem man dann auch was anfangen kann, ja, und nicht irgendwie einfach nur Daten sammeln. Das ist ja eh DSGVO-mäßig dann auch nicht so passend. Aber ich sollte diesen Kanal tunlichst nicht unterschätzen, zu sagen, der Kunde ist gerne bereit,
wenn es charmant gemacht ist, mir auch Informationen zu geben und nicht nur, es ist also ein Geben und Nehmen. Das sollte man da auf jeden Fall dann auch entsprechend einsetzen. Ja. Aber genau, es sind Spezialisten und die sollten an dem Punkt eingesetzt werden, wo sie sinnvoll sind. Wenn ich jetzt da so eine ganze Palette von diesen Spezialisten entwickeln muss, dann bedeutet es ja also irgendwo einen abgesteckten Aufwand für mich. Für wie viele Leute meiner Webseite mache ich das? Was ist so eure Erfahrung? Da draußen ist ja nun, ja, wir haben immer mehr Leute, die diesen Dialog suchen und gerne auch einen Dialog machen, aber es gibt ja unterschiedliche Personas. Es gibt ja natürlich auch noch den Webseitenbesucher, der sich das selber erschließen möchte. Also ich gehöre schon dazu, dass ich mir ja eigentlich das immer selber erschließen möchte. Vieles. Was ist eure Daumenregel? Für wie viel meiner Webseiten oder auch Digitalkontakte, sei es auch im sozialen Netzwerk, mache ich das? Und ab wann rechnet sich das dann, dass dieser Prozentzahl, für den ich es da mache, ausreichend ist und den Aufwand für diese verschiedenen, für das Aufsetzen und den Betrieb dieser verschiedenen Spezialisten rechtfertigt? Also das Aufsetzen geht eigentlich super schnell, ja. Es ist sehr schnell, alles im Self-Service auch zusammenzubauen. Von daher ist das jetzt nicht so, dass ich da einen riesen Aufwand unbedingt betreiben muss, sondern im Gegenteil, eigentlich ganz schnell Prototyping machen kann und auch AB-Testmäßig auch sagen kann, komm, ich probiere mal Variante A, ich probiere mal Variante B, einmal ein bisschen, sagen wir mal, aggressiver ansprechend, B ein bisschen zurückhaltender, was passiert eigentlich? Das hängt ganz stark natürlich davon ab, eben in welchem Kontext setze ich es ein. Also einfach jetzt auf der, sozusagen auf meiner Startseite zu sagen, da packe ich den Bot rein, das finde ich auch oft eher so ein bisschen nervig, ne, wenn man da irgendwie gerade mal ankommt. Könnte aber wiederum sein, vielleicht steigen die Leute darüber überhaupt erstmal ein. Ne? Also wenn ich über Social Media vielleicht mit so einem Chat starte und dann übergebe ich überhaupt erstmal an die Webseite. Ne? Man muss natürlich auch gucken, was sind wiederum die Ziele der Webseite? Also was macht die eigentlich? Ist das eine Verkaufswebseite, Beratungsinformationswebseite? Und wenn ich da wiederum den passenden Bot drauf packe, dann kann das natürlich sein, das ist jetzt vielleicht nur für ein paar Prozent relevant, aber da haben wir durchaus auch im zweistelligen Prozentbereich Bots, die dann da genutzt werden, wenn es, wie gesagt, wenn es zur Zielgruppe gerade das passende Angebot ist und wenn ich da den Dialog geschickt aufbaue. Und ja, dann hängt es davon ab, was habe ich wieder für Ziele in diesem Dialog. Ne? Also ich sollte nie einen ziellosen Dialog irgendwie anbieten. Ja, das ist ja, diesen Dialog zu entwickeln, wir müssen jetzt langsam gleich mal zum Ende kommen, aber trotzdem finde ich, wir sind jetzt gerade so mittendrin, deswegen, wenn man diesen Dialog entwickelt, stelle ich mir vor, das bedeutet ja nochmal, dass ich auch gewisse Dialogkompetenzen und Kommunikationskompetenzen brauche. Jetzt will ich das nicht den Verantwortlichen da draußen absprechen, aber natürlich gibt es auch in den Unternehmen, in den Abteilungen unterschiedliche Schwerpunkte etc. Wen siehst du, wer damit am Tisch sitzen sollte? Ist das noch der klassische Digital-Plattform-Manager oder müssen wir da schon stärker halt so einen Kommunikationsdialog-Spezialisten noch stärker im Projekt haben? Also im Prinzip, ja, ich glaube, wir machen da implizit immer so ein bisschen Coaching mit. Ja? Also vielleicht entwerfen die Kunden mal was und dann gibt man darauf Feedback, ja? Und weist eben darauf hin, wie ich es vorhin gesagt habe, dass ich jetzt vielleicht nicht mit so einem langweiligen Willkommen bei XY GmbH gähne, ist langweilig, sondern dass ich eben sage, nee, was ist denn das wichtigste Ziel, was du hier gerade verfolgst? Ja? Du möchtest ein Lead generieren, ja, dann stell ihm doch mal die richtige Einstiegsfrage. Ne? Also du hast jetzt die Möglichkeit eben, dass die, meinetwegen, wenn wir über den Webseitenbeispiel, wenn es deine Webseite mit dem Besucher jetzt spricht, das ist ja erstmal eine geniale Möglichkeit, die ich früher gar nicht hatte, sondern das war passiv. Ne? Ich stelle dir irgendwas hin in der Hoffnung, du findest das Richtige. Und hier kann ich jetzt direkt das umdrehen und sagen, was möchtest du eigentlich hier? Oder eben sagen, ja, möchtest du ein Gespräch mit einem Fachberater oder soll ich dir erstmal irgendwie die richtigen Produkte raussuchen und so weiter? Ja,
Jetzt habe ich die Frage, glaube ich, vergessen, die du mir nochmal. Nee, wer sollte da mit am Tisch sitzen? Aber wer ist noch der Digital-Marketing-Manager, der für die Plattform und generell für die Webseiten oder Social-Media-Kommunikation zuständig ist, oder ob es noch stärker die Kommunikationsspezialisten aus den Unternehmen, also... Ja, also die geben, glaube ich, die sollten schon ihren Input irgendwo mitgeben, dass sich das natürlich nicht, es steht wieder nicht alleine, ne? Also wenn jetzt der Chatbot komplett anders kommuniziert als die Webseite, wirkt es auch so ein bisschen aufgesetzt vielleicht. Also man muss sich natürlich schon so ein bisschen auch nach dem richten, was ist das für eine Brand, was ist der Hintergrund, wer sind die Kunden. Trotzdem würde ich immer sagen, Dialog ist natürlich per se etwas anderes, etwas lockerer. Also wenn ich den so steif mache, wie vielleicht so manche Webseite, dann hole ich da auch keinen hinterm Ofen hervor. Also, aber Dialog auf der Webseite oder in der Konversation ist auch nochmal was anderes, was als das, was die klassischen Unternehmenskommunikatoren ja, genau. Machen. Ja, also das ist, wir sind schon hier im Bereich dieses Conversational Designs, was ja sehr spezifische Kompetenzen eigentlich bedarf, oder nicht? Ja, also ich würde das gar nicht so hoch aufhängen. Ich glaube, das kann man sich ganz gut aneignen. Sicherlich, ja, wenn man da jetzt natürlich komplett im Dunkeln tappt, ne, aber ein guter Marketer oder vielleicht auch jemand, der im Social-Media-Bereich da irgendwie schon die Posts entwirft und so weiter, da gewöhnt man sich ja vielleicht auch einen gewissen Sprech an und den kann man da eigentlich auch ganz gut übertragen. Und da ist es vor allen Dingen auch so, glaube ich, es geht darum, dass so kurz wie möglich zu machen. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwie möglichst langen Dialog den Kunden da zu verwickeln, sondern alles schnell auf den Punkt zu bringen, weil das sind wir heute gewohnt. Ich will schnell, alles schnell haben. Ne? Also wirklich auch da ist es da bei uns eher so vom Coaching her, kürzt alles runter, lasst jeglichen Ballast weg. Ne? Also macht das so kurz und knapp wie möglich. Ich sage zum Beispiel mal, Emojis sind die beste Sprache eigentlich. Ja? Weil ich kann mit einem Emoji, da kann ich 5 Sätze schreiben, mache ich ein Emoji, erklärt das Gleiche sozusagen. Also lieber damit zu arbeiten. Und das macht dann eigentlich den Kunden sogar eher Spaß, ja? Dann sowas selber zu entwerfen. Und dann probiert man es halt aus. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass man da auch nicht jederzeit was dran ändern kann. Ne? Man geht dann halt mal live damit und guckt, wie es performt. Dann sieht man vielleicht einzelne Stellen, wo man dann nochmal optimieren kann. Aber ich würde einfach auch immer sagen, gar nicht das zu akademisch alles irgendwie aufsetzen, sondern loslegen damit. Und dann sieht man die Zahlen. Super. Was ist dein Ausblick? Wohin geht das? Wohin geht die Reise hier noch? Weiter nach oben. Weiter nach oben sowieso. Und ich bin fest überzeugt davon, dass dieses Interface eben das Interface der Zukunft auch ist und eher noch stärker aufgeladen wird sozusagen. Prima, Ulf. Vielen Dank. Es war spannend, mit dir darüber zu diskutieren. Wir hätten wahrscheinlich jetzt noch mal eine Stunde weiter diskutieren können. Dann hätte ich alles aus dir rauspressen können. Ja, vielen Dank, dass du so kurzfristig Zeit hast, dass wir halt hier so kurzweilig auch diese 45 Minuten rumgebracht haben. Wir sind am Ende unseres Shift CX Talks. Vielen Dank für die zugeschaut haben. Auch heute, ich habe vorhin mal zwischendurch geschaut. Ich war mehr gespannt von dem Gespräch, als dass ich das Monitoring gemacht habe. Aber es gab Zuschauer, nur keine Rückfragen. Das müssen wir noch mal ein bisschen verbessern. Ich hoffe, es war spannend. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit weiteren Talks. Und natürlich, denkt dran, am 13. Oktober kommt noch unsere Konferenz auch zu diesem Thema und danach noch zu weiteren Themen. Bleibt dabei. Vielen Dank, Ulf. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.